Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir und meiner Rezension zu Die Elenden von Victor Hugo. Lang, lang hat es gedauert, dieses dicke Buch zu lesen und noch länger hat es gedauert, mir meine Gedanken dazu zu machen, diese Gedanken zu sortieren und jetzt dieses Video vorzubereiten und zu drehen. Ich hoffe, ich werde diesem französischen Klassiker gerecht. Ihr kennt das von mir, ich werde nicht den kompletten Inhalt dieses Buches besprechen. Ich werde euch keine Schlüsselszenen spoilern oder ähnliches. Ich möchte, dass ihr im besten Fall auch nach meinem Video noch Lust habt, den Klassiker für euch selbst zu entdecken. Ich werde aber natürlich meine ausführliche Meinung darlegen und die auch argumentativ begründen. Ich habe viele Wochen mit der Lektüre dieses Buches verbracht, mir unheimlich viele Passagen markiert und einige Notizen gesammelt. Und trotzdem möchte ich nicht, dass dieses Video jetzt 40 Minuten lang geht, sondern ich möchte meine Ansichten und Kritikpunkte zu diesem Buch möglichst stark verdichten. Ich hoffe, das gelingt mir im Rahmen dieses Videos und ihr wisst danach so ein bisschen, worauf ihr euch einlasst. Das Ganze erschien 1862 unter dem französischen Titel Les Misérables und liegt mir hier in der deutschen Übersetzung von Hugo Meyer aus dem Manesse Verlag vor. Die Übersetzung ist von 1968, wenn ich das richtig recherchiert habe. Und sie gilt als eine der umfangreichsten. Das aber immer mit Vorsicht genießen. Ich habe nämlich nicht nur dieses physische Buch gelesen, sondern auch das Hörbuch, das gesprochen wurde von Gerd Westphal. Das habe ich auf Audible gefunden. Ich werde euch das auch alles mal in der Infobox verlinken. Und da waren Kapitel enthalten, die in diesem Buch fehlen. Das heißt, offensichtlich basiert das Hörbuch doch noch auf einer deutlich umfangreicheren Ausgabe. Es ist aber definitiv auch eine andere Übersetzung. Das heißt, die Kapitel klingen nicht gleich, wenn man beides zusammenliest. Ich kann natürlich nicht sagen, ob die physische Ausgabe, auf der das Hörbuch basiert, noch erhältlich ist. Ich kann euch diese Ausgabe aber auch ans Herz legen, denn das, was rausgekürzt wurde, ist nicht zwingend notwendig, um die Geschichte zu verstehen, also die grundlegende Handlung von Die Elenden. Aber es sind durchaus auch Kapitel, die einem die Zeit und die Entstehungsgeschichte des Romans etwas verständlicher machen oder eben einfach zur Atmosphäre der Geschichte beitragen. Und demnach sind sie nicht unerheblich. Es muss wahrscheinlich jeder selbst entscheiden, wie wichtig ihm oder ihr dieses Füllmaterial, so nenne ich es jetzt mal, ist. Denn wie gesagt, es ist nicht unbedingt notwendig, um die Handlung zu verstehen und die einzelnen Schlüsselszenen, aber eben um den Handlungsort und das Zeitgeschehen besser greifen zu können und die Themen, die die Bevölkerung zu der Zeit eben beschäftigt haben. Die Elenden gilt als das wichtigste Werk von Victor Hugo und ist ein Gesellschaftsroman aus der Zeit der Romantik. Die zentrale Figur in dieser Geschichte ist Jean Valjean, der 19 Jahre in Haft verbrachte, und zwar weil er aus purer Not und Hunger ein Brot gestohlen hat. Und trotz seiner Entlassung ist er in den Augen der Gesellschaft nicht rehabilitiert. Sie wollen ihm keine zweite Chance geben. Sie sehen in ihm nur den Sträfling, der etwas Schreckliches getan hat. Sie fragen aber auch gar nicht nach, worin sein Vergehen eigentlich bestand. Und egal, wie gut er sich seinen Mitmenschen gegenüber verhält, egal, wie sehr er sich zum Guten geändert hat, er ist und bleibt ein Befleckter, jemand, der nichts in der Gesellschaft verloren hat. Und das ist demnach ein Buch über Menschlichkeit, Moral und Ethik. Die Botschaft, die da drin steckt, wird einem auch relativ offensichtlich um die Ohren gehauen. Und durch sehr stark kontrastierende Charaktere und die Überzeichnung dieser Figuren nochmal verdeutlicht. Also die Kritik, die Victor Hugo hier üben möchte, ist omnipräsent auf jeder Seite und wird, glaube ich, auch dem einfältigsten Leser bewusst. Und die Erzählstimme hält sich mit ihrer eigenen Meinung auch überhaupt nicht zurück. Das heißt, es hat fast schon essayartige Einschübe, in denen andere Themen, die gerade gesellschaftlich relevant sind, ausgeführt werden in so einer Art sachlicher Auseinandersetzung. Das hat eigentlich überhaupt nichts mit dem eigentlichen Plot zu tun, also der Geschichte von Jean Valjean und wie er versucht, in die Gesellschaft zurückzufinden und was ihm dort alles widerfährt, auf welche Menschen er stößt. Es gibt eine Liebesgeschichte hier drin, es ist irgendwo auch ein Abenteuerroman, aber es gibt auch immer wieder Einschübe, wo es dann um das Klosterleben im Allgemeinen geht, um die Abwasserwirtschaft, um die Schlacht von Waterloo, um eine politische Meinung und ganz klar ist hier die Erzählstimme oder vielleicht auch die Stimme des Autors,
diejenige, die ihre eigene Meinung kundtut und sich zu all diesen Themen klar positioniert. Und für mich wirkte das immer so ein bisschen unpassend, weil es den Roman an einer bestimmten Stelle im Plot zum Erliegen bringt. Also wir sind gerade bei einer Verfolgungsjagd. Jean Valjean versucht irgendwo Unterschlupf zu finden und er findet Unterschlupf, und zwar zum Beispiel in dem Garten eines Klosters. Und das ist dann der Punkt, an dem es dann in dem nächsten Kapitel um das Klosterleben und die klösterliche Geschichte im Allgemeinen geht. Und in der Zeit hockt Jean Valjean in seinem Unterschlupf und versucht nicht entdeckt zu werden. Und das nimmt natürlich extrem viel Spannung und Geschwindigkeit aus der Geschichte und wirkt eben so ein bisschen fehl am Platz. Ich fragte mich ganz oft, warum der Erzähler oder der Autor diese Themen nicht in gesonderten Essays verarbeitet hat. Warum musste es Teil dieses Romanes werden? Das ist also schon mal der erste Kritikpunkt, den ich an dieser Geschichte hatte. Man bekommt dadurch natürlich eine große Variation von zusätzlichen Themen, die zu der Zeit gesellschaftlich interessant waren, serviert. Aber die Frage ist, möchte man das an dieser Stelle überhaupt haben? Es gibt auch ein Kapitel, das sich einfach nur darum dreht, wie Kriminelle untereinander gesprochen haben. Also der Slang wird analysiert. Wie gesagt, gibt es eben diesen einen Einschub, in dem es um die Kanalisation geht und wie man dieses Abwasser nutzen könnte, um zum Beispiel Felder zu bewirtschaften, und warum man das Abwasser einfach so, wie es ist, in die Flüsse leitet und nicht weiterverwendet. Also da sind so ganz viele Themen verarbeitet, die sicherlich den Erzähler oder den Autor beschäftigt haben, die aber mit dem eigentlichen Plot überhaupt nichts zu tun haben. Und das sind eben zum großen Teil auch die Kapitel, die herausgekürzt wurden aus den allermeisten Ausgaben. Das heißt, man hat sich da versucht, auf diese Handlung zu konzentrieren und diese Nebenschauplätze rauszulassen. Und da ist es wahrscheinlich persönlicher Geschmack, ob ihr das lesen möchtet oder nicht. Also ich fand es zum Teil sehr amüsant, weil es gefühlt gar nichts mit dieser Geschichte zu tun hatte. Und für mich klang es immer so, als hätte der Erzähler gerade das dringende Bedürfnis, dieses Thema auch noch unterzubringen. Und ich glaube, in heutigen Romanen würde sowas rigoros rausgekürzt. Und es ist fast ein bisschen charmant, dass das damals nicht geschehen ist, aber es bringt einen auch komplett aus der Geschichte raus. Sprachlich gefiel es mir unheimlich gut, es war sehr unterhaltsam zu lesen und wahrscheinlich auch sehr viel leichter, als viele befürchten würden. Also ich hatte auch großen Respekt vor diesem Buch, insbesondere wegen des Umfangs, aber auch weil ich Sorge hatte, dass sich dieser Klassiker nur schwer lesen lässt, dass es vielleicht ein bisschen kompliziert ist, in die Sprache und die Zeit hineinzufinden, und das kann ich überhaupt nicht bestätigen. Sowohl die Übersetzung aus dem Hörbuch als auch die mir hier vorliegende Übersetzung von Hugo Meyer sind unheimlich schön zu lesen, und ich mochte insbesondere diese üppige Sprache von Victor Hugo. Und wenn wir uns dann auch wirklich mal mit dem Plot beschäftigen und nicht gerade in einer Charakterstudie feststecken oder in einem dieser erwähnten Essays, dann ist es auch wirklich spannungsgeladen und unheimlich unterhaltsam. Also mir hat die eigentliche Geschichte enorm gut gefallen. Also da kann ich euch alle beruhigen, falls ihr aus dem Grund Sorge habt, zu diesem Buch zu greifen. Da kann ich nur sagen, das ist wirklich schön zu lesen und mir hat es großen Spaß gemacht. Ich mochte vor allem auch die hierin enthaltene Sicht auf die Menschen und die Aussage, die Victor Hugo treffen möchte. Also die Tatsache, dass Menschen andere vorverurteilen aufgrund von irgendwelchen Dingen, die sie gehört oder gesehen haben, und nicht aufgrund dessen, wie ein Mensch tatsächlich agiert. Also hier geht es ganz oft darum, dass Jean Valjean nur Gutes tut und er ist einer der gütigsten Menschen, denen man begegnen kann, trotz seiner Vergangenheit. Aber die Menschen, denen er begegnet, sehen nur das, was mal war und nicht das, was jetzt ist. Und diese Ungerechtigkeit machte mich fast wahnsinnig beim Lesen dieses Buches. Also die Tatsache, dass dieser Makel Jean Valjean sein Leben lang anhängt und er nichts dagegen tun kann, egal wie gut er sich seinen Mitmenschen gegenüber verhält, er wird überall geächtet und verfolgt. Das macht wirklich wütend und betroffen, und ich finde, die Kritik kommt sehr gut raus. Es ist also einfach ein Plädoyer für Nächstenliebe, für Menschlichkeit, für Vergebung auch. Also hier werden auch viele christliche Werte ganz klar angesprochen und sind auch Grundlage dieser gesamten Haltung. Also ich finde, das liest man aus dem Text auch heraus, dass es sehr christlich geprägt ist. Und vielleicht dadurch, plus der Tatsache, dass es der Romantik entspringt,
war es mir fast ein bisschen zu viel, wie einfach und eindimensional die Charaktere gezeichnet sind. Also Jean Valjean wird dann wirklich zu einem Engel hochstilisiert. Das erinnerte mich eben stark an Bilder, wie sie auch in der Bibel verwendet werden, wo wenig Graustufen zu finden sind, wo man sehr einfach weiß, in welche Box man jede Figur stecken muss. Es ist dann auch so, dass die bösen Charaktere in dieser Geschichte auch dann hässlich sind im Äußeren. Also das, was innen an ihnen hässlich ist, wird nach außen hin sichtbar und die haben dann auch wirklich nichts Gutes an sich. Also da gibt es dann keinen Funken von Menschlichkeit, sondern das ist alles wirklich bis ins Animalische überhöht, dass sie wie Teufel agieren. Und wie gesagt, auf der anderen Seite dann diese engelsgleichen Figuren, die unglaublich gut und dann auch schön sind. Und das ist mir ehrlicherweise ein bisschen zu viel. Da stehe ich überhaupt nicht drauf. Also ich bin wahrscheinlich einfach kein Fan der Romantik. Für mich mildert das sogar die eigentliche Intention dieses Romanes, in dem es ja um Vergebung geht, darum, dass Menschen eine zweite Chance verdient haben. Aber ich finde, Menschen haben auch eine zweite Chance verdient, wenn sie nicht so engelsgleich und gut handeln, wie Jean Valjean das tut. Man muss sich nicht selber aufopfern und sich selbst an allerletzte Stelle stellen, damit einem vergeben werden kann. Und das hatte ich immer so ein bisschen das Gefühl, ist plötzlich die Aussage. Und so empfinde ich nicht. Also wenn Jean Valjean nur halb so gut wäre wie in diesem Buch, hätte er trotzdem noch Vergebung und Nächstenliebe und Menschlichkeit verdient. Und deswegen habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten mit dieser extremen Überhöhung der Figuren. Ein weiterer Punkt, der mich immer nervt, wenn ich Bücher lese, insbesondere aber dann, wenn ich eigentlich anspruchsvolle Literatur erwarte, vielleicht ist das aber auch schon eine Fehleinschätzung in Bezug auf die Elenden. Ich habe so diese generelle Annahme, dass jeder Klassiker auch gleichzeitig anspruchsvolle Literatur ist und das stimmt einfach nicht. Das muss ich in meinem Kopf irgendwann mal voneinander trennen. Aber hier wird einem durch den Erzähler ganz oft vorgekaut, wie man eine Situation zu deuten hat. Und das ist etwas, was ich überhaupt nicht mag, weder in moderner noch in klassischer Lektüre. Also ich möchte gerne selbst erschließen, wie ich zu etwas stehe und ich möchte nicht, dass mir der Erzähler das haarklein vorkaut. In den allermeisten Schlüsselszenen ist es mir gar nicht möglich, dass ich die Situation für mich deute und Schlüsse daraus ziehe, weil mir haarklein erklärt wird, was in den Figuren vorgeht, welche Wandlung sich dort gerade vollzieht und was für eine Auswirkung das hat. Also für alle, die hierüber einen Aufsatz schreiben müssen, ist das sehr einfach, denn man muss einfach nur die Passagen finden, in denen einem vorgekaut wird, was uns der Erzähler damit sagen wollte. Und man muss da gar nichts selber interpretieren, was ich unheimlich schade und eben auch nervig fand. Ich will euch dazu auch gerne mal ein Beispiel geben, weil es, glaube ich, sonst ein bisschen schwer ist, nachzuvollziehen, was ich meine. Aber die Passage, die ich euch jetzt vorlese, ist eigentlich etwas, von dem ich erwarte, dass es nur in meinem Kopf stattfindet, nachdem ich gelesen habe, was in einer Situation passiert. Es wird mir hier aber haarklein ausformuliert und vorgegeben. Es kam kurz vor der Passage zu einer besonderen Situation am Anfang der Geschichte zwischen Jean Valjean und einem Kind. Und wir haben eben genau gelesen, was passiert ist und auch wie die Körperhaltung war, was beide Parteien gesagt haben. Und aus meiner Sicht reicht das aus, um für sich selbst Schlüsse daraus zu ziehen, was im Kopf von Jean Valjean vorgeht. Aber es folgt folgende Passage. In seiner ersten kopflosen Bestürzung wollte er das Kind suchen und ihm sein Geld zurückgeben. Dann, ob der Aussichtslosigkeit dieses Unterfangens, gab er es verzweifelt auf. Mit seinem Aufschrei, ich bin ein Elender, hatte er erkannt, was er war. Er stand nun seinem eigenen Ich schon so fremd gegenüber, dass er sich nur noch wie ein Gespenst vorkam und glaubte, den verhassten Galeerensträfling Jean Valjean leibhaftig vor sich zu sehen, den Stock in der Hand, die Jacke auf dem Leib, den Tornister mit dem Diebsgut auf dem Rücken, mit grimmiger Miene und einem Kopf voll abscheulicher Absichten. Das Übermaß seines Unglücks hatte ihn gewissermaßen zum Scher gemacht. Was er da erkannte, war darum eine wahrhaftige Vision. Er sah diesen finster dreinblickenden Jean Valjean wirklich vor sich. Fast wollte er sich fragen, wer dieser Mensch war, und dabei graute ihm. Und es geht auch noch so weiter und es gibt sehr viele Passagen wie diese in diesem Buch. Und ich finde das super schade, weil ich habe alleine durch das, was in der Szene passiert ist, schon erkannt, dass er hier mit seiner Vergangenheit konfrontiert wird, dass ihn erschreckt, was er mal war, dass er das in dieser Situation wiederbekommt und dass ihm dieser Spiegel nicht gefällt und dass es etwas in ihm auslöst, ihn verwirrt und so weiter. Und das ist mir völlig klar. Ich brauche das nicht nochmal vorgekaut zu bekommen. Und es gibt aber viele Szenen, in denen genau das passiert. Und mir nimmt das die Freude an einer Lektüre. Also ich mag es, wenn ich nach einer Situation, die ich nicht sofort
verstehe, auch mal innehalten kann, mir überlegen kann, was ist jetzt wohl in ihm vorgegangen und dann eben selbst zu dieser Erkenntnis gelange. Und ich mag es überhaupt nicht, wenn mir das abgenommen wird. Das ist vielleicht eine persönliche Sache, aber das hat mich massiv gestört, weil dadurch wirkte das Buch für mich überhaupt nicht anspruchsvoll. Und das ist es wahrscheinlich auch nicht. Es ist, wie gesagt, ein Trugschluss, dass jeder Klassiker, der irgendwie seine Jahrzehnte überdauert hat oder in diesem Fall schon über ein Jahrhundert überdauert hat, dass die immer zwingend anspruchsvoll waren zu der Zeit, wo sie erschienen. Ich denke, dass die Zielgruppe dieses Buches die breite Masse war, eben weil Hugo auch Kritik an der breiten Masse übt, an der Gesellschaft, die viel durchgemacht hat und dadurch hart geworden ist, die eben überhaupt keine Nächstenliebe in sich trägt und diese Brüderlichkeit, die ja eigentlich auch ein französisches Thema ist, die gibt es einfach nicht zu dieser Zeit. Und das spürt man wirklich auf jeder Seite. Und das ist natürlich die große Kritik. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch das Ziel gewesen, mit diesem Buch genau diese Masse auch anzusprechen und diese Kritik ins Volk zu bringen. Und dafür muss man eine verständliche Geschichte schreiben, die mitreißend ist. Und vermutlich trifft das eben in seinem Aufbau nicht unbedingt meinen Geschmack. Das habe ich ja jetzt hoffentlich ausreichend dargelegt. Ich fand das Nachwort von Hugo Meyer noch sehr interessant, weil er auch darauf eingeht, wie Die Elenden, also dieses Buch, aufgenommen wurde, als es erschien. Und ich fand insbesondere interessant, dass Gustave Flaubert das Buch zum Beispiel überhaupt nicht mochte. Und er hat eben auch darüber geschrieben, was ihm an Die Elende nicht gefällt. Und ich habe mich in sehr viel von seiner Argumentation wiedergefunden. Und das zeigt mir eben auch, dass diese großen Klassiker, die wir heute noch lesen, nicht unbedingt damals schon der große Erfolg waren oder dass es zumindest da auch sehr kontroverse Meinungen zu gab. Ich würde mich eher den Kritikern anschließen. Für mich war das kein großes Highlight. Also ich habe die Geschichte selbst ganz gern gelesen, aber es hatte für mich zu viele Aspekte, die mir nicht gefallen. Diese total überhöhten und überzeichneten Figuren, die super kitschig sind. Es ist dann halt auch diese Liebesgeschichte, die hier enthalten ist, fast unerträglich schmalzig. Und im Grunde ist die Handlung nicht besonders umfangreich. Und man könnte sie vermutlich auch auf 300 Seiten erzählen. Aber natürlich ist in solchen Werken die ganze Charakterbeschreibung sehr viel ausführlicher. Jede Situation wird bis ins kleinste Detail geschildert und ausgedehnt, und darauf muss man sich natürlich auch einlassen. Wer Bücher aus der Zeit gelesen hat, wird das schon so ein bisschen kennen. Und von dieser sehr guten Kernaussage einmal abgesehen, also dieser Menschlichkeit, der Fragestellung nach Moral und Ethik und wer darf überhaupt richten über seine Mitmenschen und wie geht man mit zweiten Chancen um, das hätte man natürlich auch sehr viel tiefgründiger und philosophischer aufbauen können. Das geschieht hier aber nicht. Das ist natürlich das zugrunde liegende Thema, aber auch das ist im Endeffekt schnell klar und auserzählt. Und so bin ich am Ende der Lektüre nicht der Meinung, dass sich das unbedingt gelohnt hat, das Ganze in diesem Umfang zu lesen. Und ich kann abschließend auch sehr gut verstehen, dass es so massiv gekürzte Ausgaben davon gibt, weil man wirklich einen Großteil dessen, was hier beschrieben wird, nicht braucht, um zu verstehen, was hier geschieht, zumal einem sowieso alles nochmal vorgekaut wird. Es hatte also auf keinen Fall den Tiefgang, den ich mir davon erhofft habe, auch in Bezug auf die Thematik. Ich glaube, da gibt es andere Bücher, die sich mit Moral beschäftigen, die sehr viel stärker in die Philosophie abdriften und das nochmal aus viel mehr Blickwinkeln betrachten. Das hier ist eine sehr einfache Sicht, die, wie gesagt, wahrscheinlich auch für die Masse sehr gut verständlich ist, aber die mich als anspruchsvolle Leserin nicht so richtig abholen konnte. Also ich war wirklich etwas enttäuscht von der Lektüre. Ich habe mir vielleicht etwas völlig Falsches davon erhofft. Aber so fällt meine Meinung aus. Ich wollte sie euch gerne einmal ausführlich darlegen, damit ihr vielleicht auch besser beurteilen könnt, ob ihr zu diesem Buch greifen möchtet oder nicht. Und falls ja, in welcher Form ihr euch das Buch vornehmt. Also ob ihr zu einer eher stark gekürzten oder weniger stark gekürzten Ausgabe greift, ob ihr es euch vorlesen lasst oder selber lesen wollt. Ich finde, es funktioniert wirklich sehr gut im Hörbuchformat und ich kann euch insbesondere eben das Hörbuch, das von Gerd Westphal gelesen wird, empfehlen, weil der auch wirklich so eine Märchenerzählerstimme hat und das wirklich toll vorträgt. Das hat mir unheimlich gut gefallen. Ich hoffe, ihr seid jetzt schlauer nach meiner Rezension. Lasst mir sehr gerne euer Feedback da. Wie findet ihr Die Elenden von Victor Hugo? Ist das euer absolutes Lieblingsbuch oder fandet ihr es
auch etwas enttäuschend. Lasst uns darüber gerne in den Kommentaren sprechen. Es gibt ja auch zahlreiche Verfilmungen und Theateraufführungen dazu. Ich habe keines davon gesehen. Ich kann mir aber, nachdem ich diese Geschichte gelesen habe, unheimlich gut vorstellen, dass das auf der Bühne funktioniert. Insbesondere dann, wenn man eben alles weglässt, was nicht unmittelbar mit der Handlung zu tun hat. Also diese ganzen Essays, die damit eingeflochten sind, einfach mal ignoriert und wirklich Jean Valjean begleitet. Und dann kann ich mir sogar vorstellen, dass sich das richtig modern anfühlt, weil dieses Buch hat wirklich spannende Momente und es ist toll erzählt und das funktioniert auch immer noch. Also gerade diese sehr kämpferischen Szenen sind unheimlich dynamisch und da merkt man überhaupt nicht, wie alt dieses Buch ist. Also da kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass das in Film- und Theaterform sehr gut funktioniert. Ich hätte wahrscheinlich auch besser zu einer massiv gekürzten Version greifen sollen, die sich auf die Handlung konzentriert. Ich habe nur irgendwie initial immer das Gefühl, ich würde etwas verpassen, wenn ich stark gekürzte Ausgaben zur Hand nehme. Deswegen sträubt sich da etwas in mir. Aber als Fazit würde ich sagen, dass man diese Einschübe nicht zwingend benötigt. Aber auch da könnt ihr mir gerne mal eure Erfahrungen in den Kommentaren dalassen. Insbesondere wenn ihr euch intensiv mit den Elenden beschäftigt habt, mehrere Versionen davon gelesen habt, dann lasst mir auch gerne eure Erfahrungen und Tipps in den Kommentaren da. Das ist dann auch für andere Zuschauer hilfreich, die sich vielleicht hier in meiner Meinung in diesem Video nicht wirklich wiedergefunden haben und komplett anderer Meinung sind. Das ist vollkommen okay. Zum Glück sind Geschmäcker ja verschieden und es freut mich demnach sehr, wenn euch das Buch total begeistern konnte. Meins war es leider nicht. Ich habe mir etwas anderes davon erhofft. Ich bin am Ende meiner Rezension angekommen. Lasst mir gerne Feedback da. Ich hoffe, das Video war hilfreich für euch. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem, wann ihr es schaut und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.